Hi und Servus miteinander. Ich habe heute Post bekommen und ich bin so geflasht von diesem Paketchen, das da ankam, dass ich gesagt habe, ich muss ein Video machen, ich muss das mit euch teilen, weil das ist alles andere als selbstverständlich und für mich einfach nur der Oberhammer. Hintergrund ist der, ich habe ja meine Patches, die hatte ich mal von meiner Frau bekommen, mit meinem Logo drauf, da steht dann drauf, wir sind buckelharte Kerle und da habe ich einen an Markus geschickt. Markus betreibt einen YouTube-Kanal, ist ein YouTube-Kollege vom Kanal Alte Säcke im Wald. Und nicht nur der Name ist genial, wie ich finde, sondern eben auch der Kanal an sich. Markus und seine Kumpels machen Videos, wo sie Messer vorstellen, ganzen anderen Stuff noch vorstellen, wie Messerschärfer und so weiter. Und machen eben auch ganz entspannte Outdoor-Videos, wo sie uns mitnehmen, zum Beispiel auf ihre Schweden-Tour, zu einem Lost Place, in der Eishöhle und so weiter. Und das sind richtig coole Videos, die ich mir total gern reinziehe, gerade am Wochenende bei einer schönen Tasse Kaffee zurücklehnen und einfach nur entspannen. Und ich verlinke euch den Kanal Alte Säcke im Wald natürlich unten in der Videobeschreibung. Und gerade Markus hat mir dann gestern eben geschrieben, pass auf, Lars, ich habe dir ein kleines Dankeschön auf die Post gebracht. Müsste demnächst dann bei dir ankommen. Und heute kam das. Und ich dachte halt, ich kriege ein bisschen Süßigkeiten und selbst das wäre nicht nötig gewesen. Ne? Das ist ein einfacher Patch, was ich ihm zukommen lassen habe. Aber was kam? Es kamen Süßigkeiten und nicht zu wenig. Und dann war in dem Paketchen noch was drin, mit dem ich wirklich überhaupt nicht gerechnet hätte. Und zwar das hier. Ein Sanrenmu 7315. Und das ist doch der Hammer. Also mal ganz ehrlich, das ist echt der Hammer. Es hätte wirklich nicht sein sollen, ich müssen und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer nur danke, danke, danke. Und das Coole ist auch noch, ich habe mir vor 2 Tagen genau dieses Modell hier angeschaut im Internet und habe mir nur gesagt, okay, ich glaube, das muss ich mir holen, weil ich das echt cool finde und echt auch mal so ein bisschen was anderes von der Klingenform her, von der gesamten Ergonomie. Das ist echt der Hammer. Und jetzt schauen wir uns das aber mal kurz an und packen das mal aus. Und was man sagen muss, das Ding ist richtig, richtig cool. Schon im ersten Moment. Es ist super leicht. Ich glaube, wenn man das in die Hosentasche steckt, das fällt überhaupt nicht auf. Was sehr schick ist, finde ich, ist dieses ja, Carbon-Laminat, drunter G10. Also das sieht einfach top aus. Wir haben hier eine schöne Rückenfeder, auch hier alles gut verarbeitet, keine scharfen Kanten oder irgendwas. Das Ding ist wirklich top. Wir haben hier, wie ich finde, auch einen wirklich schicken Gürtelclip oder Clip insgesamt mit Deep Carry Funktion. Na? Und ich glaube, der funktioniert auch echt gut. Na? Was ich auch echt toll fand an diesem Modell, ist, ihr seht es hier, diesen roten Akzent um diese Jagdschraube drumherum finde ich auch super schick, gerade in der Kombination mit diesem Carbon-Laminat. Also richtig klasse. Und wenn wir die Klinge aufmachen, die Klinge ist halt echt auch cool. Ja, also auch nichts Alltägliches. Diese geschwungene Form. Wir haben hier oben eine wirklich schöne Swetch, die schön bauchige Klinge. Also ich finde das Ding wirklich toll und auch wenn wir uns das Messer mal im Gesamten anschauen, ich finde, das ist echt mal eine Form, die siehst du nicht jeden Tag. Na, dieses Geschwungene hier, das Ding ist genial. Das Ding ist wirklich genial und Markus, das wird definitiv einen Ehrenplatz bei mir bekommen und mich nie verlassen. Also das Ding halte ich definitiv in Ehren. Ich finde es richtig, richtig cool und muss hier an der Stelle einfach nochmal sagen, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das freut mich so abartig. Das glaubt ihr gar nicht. An der Stelle möchte ich aber gern einfach auch nochmal einen zweiten Kanal empfehlen. Und zwar den Kanal vom Holger, Holger Presents. Auch das ist ein Kanal, den ich richtig, richtig gut finde. Und auch Holgers Kanal, genauso wie der Kanal Alte Säcke im Wald, haben meines Erachtens für diesen geilen Content, was die bringen, noch viel zu wenig Abonnenten. Also schaut da einfach mal bei beiden drauf. Ich verlinke euch beide Kanäle unten in der Videobeschreibung.
Es macht richtig Spaß, die Videos von den beiden anzuschauen. Ich sage vielen lieben Dank. Ich schaue mir das jetzt nochmal im Detail an und habe hier definitiv Freude weiterhin daran. Also das ist, wie gesagt, der absolute Hammer. Und ich wollte es euch einfach nur mal kurz zeigen, weil ich mich da so dermaßen drüber freue. Also der Hammer. Markus, vielen, vielen lieben Dank. Hätte echt nicht sein müssen, aber freut mich wirklich wahnsinnig. Ich kann es gar nicht sagen, wie. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssle, bye bye und bis zum nächsten Mal. Ciao.